Die Ausstellung Mischwesen ist die erste Ausstellung seit 20 Jahren, die sich in der Hamburger Kunsthalle mit Skulptur, und zwar alleine Skulptur, beschäftigt. Denn wir haben ein Skulpturengenre, was tatsächlich ganz komplex ist. Es entsteht zu einer Zeit, die 40er, 50er Jahre, in der abstrakte, gestische Malerei die Führung übernommen hat. Und sowas gibt es in der Skulptur eigentlich gar nicht. Aber der Begriff Mischwesen der Ausstellung sagt es schon fast. Das Figürliche wird auch auf einmal eine Art Mischding. Und im Endeffekt ist es so, dass diese Ausstellung natürlich reflektiert eine Zeit der Gebrochenheit, der Weltkriege, der atomaren Urkatastrophe. All das ist in diesen Figuren miterzählt und das macht sie sehr aufregend. Vieles von dem, was in dieser Ausstellung zu sehen ist, ist lange nicht gezeigt worden, aber alles ist aus den Beständen der Hamburger Kunsthalle. Die Skulptur und die Plastik spielen innerhalb der klassischen Moderne hier in der Hamburger Kunsthalle eine riesige Rolle. Zum einen im Umfang, es sind rund 320 Werke und die machen ein Drittel des Bestandes der klassischen Moderne aus. Zum zweiten ist auch die Qualität der Plastik und Skulptur hier wirklich bemerkenswert und sie steht der Malerei in nichts nach. Die Hamburger Kunsthalle hat schon im 19. Jahrhundert plastische Werke gesammelt, unser erster Direktor Alfred Lichtwarck. Aber sein Schwerpunkt sowohl in der Malerei als auch in der Plastik lag auf dem 19. Jahrhundert. Und nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnt Karl Georg Heise eigentlich neu zu denken und neu zu planen. Also es ist innerhalb kurzer Zeit eigentlich, innerhalb der ersten 10 Jahre eine Explosion an Werken in dieser Abteilung geschehen. Der Großteil der Werke entsteht in den 1940er und 1950er Jahren und damit eigentlich letztendlich ganz unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Fast alle Künstler mussten als Soldaten an die Front, mehr oder weniger direkt, und auch die Künstlerinnen wurden einmal als Zwangsarbeiterin zur Arbeit verpflichtet oder mussten jahrelang im Exil fernab ihrer Heimat ausharren. Und eben vor diesem Hintergrund der Kriegserlebnisse beschäftigten sich die Künstlerinnen und Künstler mit der Natur als wesentlicher Inspirationsquelle. Und vor diesem Hintergrund der Natur auf der einen Seite und dem Krieg auf der anderen Seite schufen sie eben Wesen, die letztendlich als Mischwesen zu bezeichnen sind, weil sie nämlich die Kombination sind aus Mensch und Tier, Tier und Pflanze, Pflanze und Mensch oder aus allen dreien Komponenten. In der NS-Zeit oder vor allem in der Kunst der NS ist in der Skulptur die Figur, sie ist sehr realitätsnah und vor allem strotzt sie vor Kraft. Und nach 1945 schufen Künstlerinnen und Künstler anschließend daran fragile Figuren, eher kleine Figuren, die sich auflösen, die letztendlich in Form von Prozessen und Transformationen zu sehen sind. Und das ist zum einen natürlich ganz eindeutig ein Widerspruch zu der nationalsozialistischen, faschistischen Kunst. Zum anderen spiegelt es aber den Verlust humaner Werte wider. Denn nämlich mit dem Wissen der Gräueltaten, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, aber auch, wenn man etwas weiter vorwegdenkt, mit dem Wissen der atomaren Bedrohung im Kalten Krieg, dann zeigt sich in diesen Skulpturen letztendlich ein Bild des Menschen. Und das ist geprägt durch Auflösung, das ist geprägt durch Transformation, durch Zersetzung. Und viele dieser Figuren haben Löcher, man kann durch sie hindurchschauen. Die Oberfläche ist nach dem Guss von den Künstlerinnen und Künstlern bearbeitet worden, also sie verfügt über Kratzer. Und sie wirken im wahrsten Sinne des Wortes angefasst. Und das ist letztendlich das, was man als sinnbildliche Aussage über das Bild des Menschen in dieser Zeit sehen kann.